Also seit ich den Optimizer implantiert habe, ist mir schlagartig besser gegangen. Früher musste ich mich viermal, fünfmal am Tag hinlegen, ich war außer Atem. Wenn ich nur einen Mülleimer raustragen habe, war ich K.O., musste mich wieder ein paar Minuten setzen. Jetzt ist das alles kein Thema mehr. Also ich war sehr angenehm überrascht und hätte nicht geglaubt, dass das so einen durchschlagenden Erfolg hat. Vor dem Optimizer musste ich vier oder fünfmal am Tag Nitrospray nehmen. Auch in der Nacht bin aufgewacht mit Herzproblemen. Ich bin nie ohne Nitrospray aus dem Haus gegangen, das war mir viel zu gefährlich. Jetzt, seitdem ich den Optimizer habe, am Anfang habe ich es noch zur Sicherheit mitgenommen, das sind die alten Gewohnheiten, aber ich habe seitdem ich jetzt die Implantation gekriegt habe, nie mehr Nitrospray braucht. Meine Bekannten haben auch gesagt, also ohne das Gerät würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben, weil es war ja auch schon im Raum gestanden, dass es geheißen hat, wenn das mit dem Optimizer nicht funktionieren sollte bei mir, müssten wir über eine Herztransplantation nachdenken und da war man dann natürlich schon sehr nachdenklich. Dann merkt man doch, auwe, jetzt ist es kritisch. Jetzt ist ein Punkt da, wo es vielleicht nicht mehr weitergeht. Genau. Der Notruf, Rettungsdienst und Feuerwehr, grüß Gott. Gut, bleibst beim Patienten, ist unterwegs. Mein Herz blieb stehen, es musste behandelt werden. Der Herzschrittmacher, ein Defibrillator, musste eingreifen 6 bis 7 Mal. Während der Untersuchung bekam ich einen Herzstillstand. Die Ärzte stellten fest, dass am Herzen nichts mehr zu reparieren war. Es war ein Infarkt. Im Anschluss daran hatte ich echte Probleme mit dem Gehen. Ich brauchte Hilfe. Zeitweise war ich im Rollstuhl. Vor 3 Jahren etwa bekam ich Luftprobleme, konnte keine 2 Stufen oder 2 Treppen mehr hochgehen. Ich musste unterwegs stehen bleiben. Also man konnte wiederum nichts reparieren. Das ist also ein sogenanntes Optimizer-Aggregat, worüber 2 verschiedene Elektroden im Herzen implantiert werden, im rechtsventrikulären Bereich am Septum. Und über diese Elektroden dann und das Aggregat kommt es dann zu einer elektrischen Impulsabgabe, einer hochenergetischen Impulsabgabe, die dann zu den positiven Veränderungen der Modulation am rechtsventrikulären Septum führt. Es gibt hier Akuteffekte, aber auch dann im Langzeiteffekt über das Septum auf den linken Ventrikel hier Myokardmodulationen stattfinden, die zu einer verbesserten Pumpleistung des Herzens führen. Welche Patienten profitieren davon? Das sind solche Patienten, die eine systolische Herzinsuffizienz haben. Herzinsuffizienz bezeichnet der Mediziner und der Kardiologe als ein Phänomen,